Hallo und willkommen zum großen fetten Release-Tag von ARK. Ja, groß im Fett ist in dem Sinne ein wenig sarkastisch gemeint. Aber alles der Reihe nach. So, was haben wir denn heute? Wir schreiben jetzt mit Release den Patch dann 267 und hatten ein nettes kleines 2 GB Update. Da können wir uns noch glücklich schätzen. Die Konsolen haben deutlich größere Updates gekriegt, aber gut, die haben auch Ragnarök und so abbekommen. Von daher haben wir mal Glück gehabt. So, was gibt's denn Schönes? Nun, bisherige Patch Notes haben gerade mal 4 Punkte. Neues Modell für den Eisbewohner. Gut, das bringt uns nichts ohne Ragnarök. Endbosse und Aufstieg. Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Es gibt bisher keine Information. Release-Stand ist jetzt auch 1,5 Stunden her. Von daher, mal gucken. Aber immerhin, was es gab? Es gab ein neues Tierchen. Ist gekommen. Und zwar der süße kleine Otter. Nur die Frage, wo der runterfällt. So. Da ist er. Also er ist mal nicht aggressiv. Dreck erfisch. Ah, okay, der Kram wieder mal. Das ist wie beim Ichthyornis. Oder was der Ichthyornis? Nee, Hesperornis. Den muss man Fisch bringen. Also Fisch erlegen und ihn dann. Das gibt's doch nicht. Oder schon wieder so dunkel. Warum? Warum vergesse ich das immer? Das ist schon fast ein Klassiker. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ah, okay. Da ist jetzt. Das haben sie geändert. Weiß nicht wann. Die Hände sind jetzt so ineinander verschlagen und man sieht, dass da irgendwie ein Fisch dran hängt. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ah ja. Irgendwie zumindest. Sieht, das ist äußerst einfach zu bewerkstelligen. So. Ja, wir kürzen das natürlich mal ein bisschen ab hier. So. So, man kann ja auf jeden Fall aufheben. Ein umschöner Pelzmantel. Also lieb gemacht haben sie ihn ja schon. Kann man gar nichts sagen. So, und was können wir mit dem Tierchen machen? Ja, das kann man irgendwie, genauso wie mit dem Ichthyornis. Hey.
So. Optionen. Modify Group at Group I. Area. Target. Ist richtig. Muss man nur noch gucken. Entweder muss man das Tierchen auf Wandern stellen oder auf Attacker Target. Eins von beiden wird es wohl sein. Okay, kommt zurück. Und er hat mir was gegeben. Er hat eine Perle und gleich eine dunkle Perle mit. Ja, das ist nämlich die Spezialfähigkeit vom Otter. Er sammelt Perlen und dunkle Perlen. Die Frage ist, ob der ist wieder Hesperon, das kann das sein. Hesperon ist, macht das automatisch. Okay. Steht nicht auf Wandern. Also das müsste man aber wahrscheinlich, muss man aber noch nicht ausprobieren. Auf welchen Status man das machen muss. Ob man die auch so schön wandern lassen kann, wie die Speroren ist. Und ich muss mal noch wandern schalten und dann haben die ja quasi muss die natürlich an der richtigen Positionierung. Position, dann ging das ganz gut. Haben wir uns auf dem Server damals gesehen, also Fischprobleme, pff, goldene Eier, pff, alles kein Problem. Oh. Ah, nicht, warte, jetzt nur eine. So. Putziges Tierchen. So, das war aber auch eine der beiden Neuerungen und die zweite Neuerung. Es sind noch zwei Items dazu gekommen. Ist die Frage, ob ich finde. Ja, schade, nicht so ganz. Rifle. Ja gut. Gucken wir mal in den Engrams. Es gibt nämlich ein ja, in der Theorie, in der Praxis aber irgendwie nicht. Da bin ich jetzt blind. Was die Tech Rifle? Ich weiß zwar nicht, was das gerade sein soll, aber das ist der Tabajara Sattel. Es sollte eigentlich ein laut Patch Notes ein Tech Schwert und ein Tech Schild geben. Nun, wie wir sehen, gibt es das hier scheinbar nicht. Ist natürlich toll. Nochmal suchen. Wort, nein, das normale Wort gibt es noch. Das ist natürlich super. Ich habe es natürlich richtig geil vorbereitet, dass es das eigentlich drinnen sein soll, aber dann halt. Doch nicht.
Ja. Unschön. Sehr, sehr unschön. Ich kann ja mal kurz im Wiki nachstöbern. Glaub ja nicht, dass ich aber was da finde. So wie ich die Sache sehe. Sieht nicht so aus. Irgendwie auch nicht. Nun, dann tut's mir leid, ich hätte es euch ja gerne gezeigt, aber ja, dann ist das wohl eine Fehlinformation. Wobei es steht in den offiziellen Patch Notes drin. Sogar auf der Seite von, nicht nur auf der deutschen, sondern sogar auf der englischen Seite steht es drin. Ha. Oh, haben sie wohl vergessen. Oder ist das gehört irgendwie zu dem Bossen-Gedöns? Bosse, ich kenn, Aufstieg, dass da vielleicht das irgendwie freigeschalten wird erst. Und man es so noch gar nicht sieht, aber gut. Was will man machen, wenn es nicht da ist? Kannst mir ja auch nicht aus den Rippen leiern. Na gut. So, also, und was gab's sonst noch? Ja. Das war's, meine Freunde. Das war der Release. Eine neue Kreatur. Irgendwas an Endbossen. Und, ups. Und ein Schwert und ein Schild, was man nicht findet. Ja, gut. Nett. Nicht wirklich. Aber gut. Was ist denn sonst noch passiert? Also, ja, Ark ist jetzt hat jetzt den Early Access verlassen und ja, mehr als dass das jetzt auf dem Papier steht, ist das auch nicht. Für uns als Spieler zumindest. Zumindest laut Entwicklern wird es so ziemlich so weitergehen, wie es bisher weitergegangen ist. Ark wird weiterhin Patche bekommen. Wie häufig, das haben sie jetzt nicht ausgelassen. Es werden weitere Tiere kommen. Also jetzt haben wir wieder die Otter gehabt. Kommt wohl mindestens noch der Phönix und wer weiß was noch. Es sollen noch weitere Gegenstände kommen. Vielleicht auch das Schild und das Schwert. Kommt vielleicht auch noch mit dazu. Wer weiß. Es wird weiterhin auch noch an der Performance gearbeitet, weil ich kann immer noch nicht sagen, dass es bei mir wirklich optimal läuft. Also ich habe gerade immer noch nur 40 FPS und obwohl ich nicht mal Epic habe, also da ist immer noch sehr, sehr viel zu machen. Und natürlich auch viele, viele Änderungen werden noch kommen. Haben sie auch schon gesagt, zum Beispiel, was man eigentlich schon gedacht hatte, dass sie damit angefangen haben, die sogenannte TLC-Phase, wo sie sich nochmal näher mit den alten Tieren beschäftigt haben, hat man ja gesehen. Der Dödi, der Ankylo haben ja Sachen bekommen. Bestimmte Tiere haben mehr Damage gekriegt, mehr Leben und so weiter und so fort. Das ist aber auch wohl nur an der Oberfläche gekratzt. Also die haben die jetzt nochmal pausiert und das soll jetzt noch einiges kommen in den nächsten Wochen, Monaten. Von daher, jo, schauen wir mal, was noch kommt. Das Einzige, ja, wir sind jetzt nicht mehr im Early Access. Die Ausrede, wir sind ja Early Access, wenn es mal nicht läuft, kann man jetzt nun wirklich nicht mehr bringen. Von daher, jetzt müssen sie wirklich mal, wenn sie einen Patch bringen, ihn vielleicht vorher ein bisschen genauer testen. Von daher,
Ich hoffe mal, dass es zumindest für die Patch-Politik ein bisschen besser wird, jetzt wo man offiziell Release dran stehen hat. Aber das sind auch nur Hoffnungen. Ansonsten, was erwartet uns wohl noch? Ja, eigentlich hatte ich ja damit gerechnet, dass heute zum Release irgendwas Geiles angekündigt wird. Insgeheim hatte ich ja auf die DLC, auf die schon angekündigte DLC Primal Survive gehofft. Aber die wird wohl noch einige Wochen, Monate auf sich warten lassen, laut dem guten Yat. Die wurde wohl auf Kosten des Hauptspiels erstmal pausiert. Was ja auch nicht schlimm ist. Im Gegenteil, ist ja gut, dass sie versucht haben, fertig zu werden. Auch wenn sie es nicht sind, meiner Meinung nach. Also da fehlt einfach noch zu viel Leutchen. Aber ob Early Access, ob Release, Namen sind Schall und Rauch, sage ich mal so. Von daher. Ja, ansonsten, es wird sicher weitere DLCs geben. Allein der Season Pass verrät ja schon, dass es auf jeden Fall noch kostenpflichtige DLCs geben wird. Und wahrscheinlich auch noch einige kostenlose DLCs, so wie Center, Ragnarök. Das sind ja alles Karten von Modern. Und die sind ja dann nur nachträglich reingenommen. Ich tippe mal drauf, dass wahrscheinlich die S Plus noch mit reinwandern wird, weil ist mittlerweile die am häufigsten abonnierte Mod in Steam. Von daher nicht unwahrscheinlich, dass sie kommt. Aber das weiß nur Studio Wildcard. Und ansonsten, wenn wir schon bei Modkarten sind, ja, Ragnarök. Ja, viele hatten ja gehofft, dass Ragnarök heute auch mit released wird. Nein, wird sie nicht. Also laut Entwicklern, was ja nicht Studio Wildcard ist, sondern immer noch die Modder, wird es wohl noch einige Wochen bis Monate und sogar bis wohl ins nächste Jahr hinein dauern, bis die fertig sein wollen oder werden. Werden sie wahrscheinlich schon gerne früher, aber sie schaffen es wohl nicht. Das heißt, es wird wohl auch noch die nächste Zeit einiges rund gehen bei ARK. Wie gesagt, neue Dinos oder Tiere, neue Gegenstände. Ich denke mal, es wird jetzt wohl auch die nächsten Tage noch oder die nächsten Wochen wahrscheinlich doch noch irgendwas kommen, weil so einfach releasen, ohne irgendwas zu bringen. Naja, irgendwas muss da noch kommen. Da bin ich felsenfester Meinung. Mal gucken, was es wird. Irgendein DLC wahrscheinlich. Was? Ja, ich bin neugierig. Muss ja irgendwas sein, was man noch nicht kennt. Und vor allen Dingen, man hat es ja auch, wer sich das Video vielleicht mal angeguckt hat vom Release, da hat man ja auch die eine oder andere Szene gesehen, wo man sich sagt, das fehlt irgendwie noch. Also ja klar, den Phönix hat man gesehen, der fehlt noch. Dann die ganzen Tech-Skins für die Dinos, also nicht die Sättel, die man jetzt ja schon kennt. Wobei davon wird es wohl auch noch mehrere geben. Wenn ich es richtig gesehen habe, war wohl auf jeden Fall noch ein Stego dabei, der sah ganz lustig aus. Und dann wird es ja wohl auch noch richtig gehende Skins geben. Also das hat man am Beispiel des Raptors gesehen. Und da gab es, ich habe irgendwo noch von ein, zwei anderen Dinos schon gesehen, was es dann auch alles gibt. Wo die wirklich so, wie man es jetzt von den Halloween-Skins oder sowas kennt, so die Skelett-Skins, gibt es jetzt dann wohl auch als Tech-Skins, soll es die geben. Die sind auch noch überhaupt noch nicht drin. Vielleicht ist das auch der Bestandteil der DLC. Wer weiß. Spekulation über Spekulation, nichts Festes. So, ansonsten. Denke ich jetzt gerade noch, was gab es sonst noch? Ja. Sehr viel Schwammiges, nur wenig Handfestes. Vielleicht mal ein kleiner Ausflug in die offizielle Serverwelt, die heute mit Release einen doch recht kräftigen Umsturz erlebt hat, muss ich sagen. Und zwar hat Studio Wildcard, zumindest habe ich es vor einer Woche erst offiziell gelesen, wurden etwa ein Drittel aller Server abgeschaltet heute oder gestern Abend, weil ich bin jetzt gerade unsicher. Und zwar waren das die Server, die am wenigsten noch Population hatten. Und diese Server wurden jetzt nochmal überarbeitet, wahrscheinlich auch ein bisschen upgedatet, also auch hardwaremäßig upgedatet und werden jetzt neu, auch wieder neu und komplett leer wiederkommen in der Anzahl. So ungefähr. Das Besondere an diesen ist jetzt, dass die in einem neuen Cluster aufgebaut werden. Also Cluster ist die Sache, wo man zwischen den Servern hin und her reisen kann. Und da wird es jetzt einen separaten Cluster geben, also der ist jetzt getrennt von den bisherigen Clustern, oder Clustern besser gesagt, sind ja zwei Stück, PvE und PvP.
Und der ist jetzt quasi getrennt. Und das hat auch guten Grund. Und zwar wollte man mit diesen Servern quasi einen neuen, sauberen Start machen, um zu verhindern, dass die ganzen Bug-Uses, die in der Vergangenheit betrieben wurden, auch wieder auf die nicht korrigiert werden konnten, auch jetzt auf die neuen Server überschwappen. Prinzipiell finde ich das eine sehr gute Lösung. Man sagt, man nimmt die schwächsten Server weg, macht sie neu, kapselt sie ab. Prinzipiell eine feine Sache. Dass man natürlich nur eine Woche Zeit hat, umzuziehen und gerade auf offiziellen Servern, muss ich jetzt schon ein bisschen kritisieren. Es soll wohl schon früher bekannt gewesen sein, aber wie gesagt, ich habe es erst vor einer Woche gelesen. Von daher, oh, gut. Aber gut, sei es drum. Es gibt jetzt neue Server. Ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt sind sie noch gar nicht online. Die werden erst online gestellt. Irgendwann die Nacht. Und dann geht's los. Ja. Aber was leider mit diesen Servern einhergeht, ist, ja, ich muss es so nennen, ein Zwei-Klassen-System. Dass die Cluster getrennt sind, ist ja gut und schön. Was natürlich ein bisschen bitterer Beigeschmack hat, ist die Tatsache, dass die alten Server, und da muss ich sagen, wenn einer von euch noch auf den Servern spielt, mein herzliches Beileid, der Support wurde mit dem Release heute vollständig eingestellt und alles, was noch an Support offen war, wurde gelöscht. Wird jetzt nur noch für die neuen Server Support geben. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, das finde ich schon eine ziemlich, ziemlich hinterlistige Art und Weise, wie man die alten Server los wird. Weil die können mir erzählen, was sie wollen. Ich bin Felsenwettermann, das ist nichts anderes gewesen. Weil ganz ehrlich, sie haben von Anfang an immer gesagt, bitte, es wird keinen Vibe geben. Keinen großen allgemeinen Vibe. Nun, das Versprechen haben sie in dem Sinne schon erfüllt. Sie haben nicht einfach die Server platt gemacht. Nein, sie haben nur ein Drittel davon platt gemacht. So hat jeder die Möglichkeit, sein Zeug zu retten. Auch werden die Server Saves noch zum Download angeboten. Das heißt, jeder, der auf dem Server gespielt hat, könnte sich dieses Server Save holen und auf einem Privatserver wieder aufsetzen. Es ist ja löblich, muss man sagen. Aber zeitgleich dann, weil ganz ehrlich, wer jetzt neu anfängt, selbst wenn ich jetzt mal auf den offiziellen Server gehen würde, ich würde garantiert in den neuen Cluster gehen und nicht in den alten. Weil A sind die Leute garantiert halt noch nicht so weit, das heißt, die Chancen wären gleicher. Und vor allen Dingen, da hat man da nicht so viel Betrügereien gehabt. Klar, das bedeutet natürlich, langfristig werden die alten Server wohl kaum noch Zulauf bekommen. Im Gegenteil, ich denke mal eher, dass die Leute noch weiter abwandern werden. Und dann ist es nicht mehr weit hergeholt, bis Studio Valkyrd wieder sagt, ach, da sind wieder mal so 20 Server, wo kaum noch was los ist. Ach komm, mach mal auch platt. Und so weiter und so fort. Und so ist es dann halt ein schleichender Prozess, bis alle Server mal resettet sind. Und ich bin felsenfester Meinung, das wird irgendwann so kommen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Ark einfach eingestellt wird, sondern ich denke einfach, dass die alten Server so schrittweise so wegkommen und dann, ganz ehrlich, dann hat man zwar nicht den allgemeinen Vibe, aber es ist letztendlich ein Vibe, weil alles Alte dann irgendwann weg ist. Auch wenn sie sagen, ja, die Alten bleiben auch nur so lange, wie sie belebt sind. Und das wird jetzt, da spreche ich aus Erfahrung, mittlerweile schon über ein Jahrzehnt in Online-Games, das wird so kommen. Wenn der Support erstmal eingestellt ist, wird es nicht besser werden. Der Support war jetzt teilweise schon ziemlich mager. Gut, hoffen wir mal, dass er zukünftig weniger nötig ist oder dass er besser geworden ist. Das weiß auch wiederum nur Studio Valkyrd. Ja. Jutele. Aber ich denke mal, das sollte es erstmal für den großen, fetten Release geworden sein. Zumindest für uns PCler ist es nicht wirklich so viel gewesen, muss ich sagen. Die Konsolen, die werden wohl einiges mehr abgekriegt haben. Also die haben deutlich größere Patches gekriegt. Gut, klar, Ragnarök. Ich denke mal, die werden jetzt auch alle gleichgezogen haben. Da, ich habe mich jetzt natürlich nicht in den Patch Notes eingelesen. Ich vermute es mal, dass die jetzt mal gleich geworden sind. Macht jetzt auch Sinn, wenn man released hat, dass da auch die Patchstände gleich sind zwischen den drei Plattformen. Oh. Dann würde ich sagen, verliere ich jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Wie er wahrscheinlich schon mitgekriegt hat, ist es bei mir um Ark ein wenig ruhiger geworden. Ich hatte da auch schon mal eine Folge gemacht, wo ich gesagt habe, hier Sommerpause, unsere Server sind abgeschaltet. Ja.
Ja, so, jetzt ist so langsam die Zeit, wo so die Sommerpause langsam endet und wir werden uns jetzt wohl mal demnächst mal wieder zusammensetzen und mal beratschlagen, wie wir weitermachen. Wir haben uns ja gesagt, wir warten bis zum Release und gucken mal, ob es ein schönes DLC gibt, was sich dann wieder lohnt anzuspielen. Release ist, DLC nicht. Boah, jetzt müssen wir mal ein bisschen drüber quatschen, was wir machen. Von daher, wenn was kommt, gibt es nochmal ein separates Video und ansonsten sag ich mal, bis zur nächsten Patch Note Folge. Mal gucken, was es dann gibt. Vielleicht mal ein bisschen mehr als beim offiziellen Release. Also, macht's gut.